Moin zusammen, jetzt geht es zu zweit ab nach Bleasdale. Kiki braucht noch ein paar Cursed Possessions für die Weekly. Das heißt, wir haben jetzt Cursed Possessions aktiviert und ja, wir. Oh ne, der Boyka ist im Dachboden. Ja, okay. Aufgaben sind gut, wir bereiten kurz vor und dann geht's ab nach Bleasdale. So, die Vorbereitung ist schon mal fertig. Bist du bereit zum Reingehen? Okay, dann 3, 2, 1, Zugriff. So. Also, die Einstellungen sind wie folgt. Wir haben keinen Sprinten, wir haben mittlere Versteckanzahl, Geist kann nicht den Raum wechseln, null Beweise und wir haben das Ouija-Board an. Ich laufe jetzt hier einmal kurz auf den Dachboden, weil wir haben vorhin gesehen, dass der Boyka am Dachboden ist. Habe ich das Licht hier unten im Flur angemacht? Ich weiß es gar nicht. Justigu, where are you? Are you here? Give us a sign. Hello. Okay, der Strom läuft. Hast du das Board schon versorgt? Ich hab. Okay, perfekt. Danach kannst du dir Items schnappen und nochmal suchen. Ich habe ihr gesagt, sie soll links reingehen und das Board schon mal holen, weil sie braucht noch die Cursed Possessions. Übrigens, YouTube, das hier, das ist jetzt aus dem Livestream übrigens, falls ihr euch wundert über die Overlays. Ja, okay, da hinten die Schränke meinst du, ne? Können wir ja mal gucken. Ja, können wir ja vielleicht einen mega langen Ghost Highway hinbauen. Das ist immer lustig. Wo habe ich das letztens auf Solo gemacht? In Sunny Meadows? Da hatte ich den Geist wirklich von. Okay, ja, okay, perfekt. Der Knochen ist hier oben in dem Badezimmer, im hinteren Badezimmer. Ich habe jetzt nur keine Fotokamera. Ich lasse mal das Licht in dem Bad an. Also oben ist der Knochen. Also nicht das erste, sondern das zweite, was hinten durch ist. Lustige, where are you? In Sunny Meadows, da hatte ich den Geist ganz hinten in der Küche gehabt und ich habe den wirklich bis zum Eingang vom. Das ist auch lustig, wenn die so durchsichtig sind. Zum Eingang vom Female Wing gelockt. Den ganzen Weg von der Küche bis zum Female Wing. Ohne Sprinten. Natürlich mit T3-Salz, ne? Ghosty? Habe ich da gerade irgendwas gehört? Ist da vielleicht unten irgendwas am. Vor sich am Gehen? Wie sagt man das? Ich kann kein Deutsch. Is something going on downstairs? Auf Englisch ist es irgendwie einfacher. Mann, Deutsch ist immer so schwer. Okay, versuch nur mal den Knochen. Ich guck mal hier unten, ob sich hier was tut. Oh ja, ich habe was gehört. Oh shit. Ich glaube, wir müssen das Board wieder zurücknehmen. Der Geist ist nämlich in dem Raum da hinten. In dem Raum, wo das Board war. Oh Gott, wir müssen die ganzen Items rüberfahren. Ich habe mir auch schon gedacht, was ist jetzt, wenn der Geist genau da ist, wo das Board ist? Das Board lassen wir aber trotzdem am Eingang, weil wir müssen das ja aus einer sicheren Distanz benutzen. Du kannst oben, wenn du willst, dieses Versteck hinter dem Schaukelstuhl dann fertig machen. Ja, da liegen die Sachen. Ich hatte doch eine Kamera dabei. Ich sag nichts. Bin so doof, ich hatte doch eine Fotokamera dabei, weil ich ja keine Laterne habe. Mensch. Ja, weil ich es ja sonst immer gewohnt bin, Smudge, EMF und Laterne mitzunehmen, weißt du? Aber jetzt haben wir ja die T3-Laternen nicht mehr. Deswegen hatte ich ja jetzt, was war das jetzt? Smudge, EMF und Fotokamera. Mensch. Da war ich jetzt mal wieder ganz besonders schlau. Bring. Bring. Ja, perfekt. So. Das kleine Bällchen, ja. Okay, ein EMF ist schon drüben, das muss hier bleiben. Warte mal kurz, wir müssen kurz überlegen, was wir alles zum Geisterraum nehmen. Guck mal, ich leg die Sachen jetzt alle hier raus, die zum Geisterraum müssen, okay? Und du nimmst die dann darüber. Kannst ja hier außen lang gehen. Ja, mach ich. Eine Fotokamera ist schon da. Zwei Sensoren müssen dahin. Das Kruzi, nimm zuerst das Kruzi hier. Pst, pst, pst.
Nimm das hier zuerst mit und leg das dahin in den Raum. Das bleibt hier, das bleibt hier. Die Dotsies brauchen wir nicht wirklich. Die Smudgies lassen wir auch hier, bis auf einen, den nehmen wir darüber. Das hier muss rüber. Das ist jetzt so ein bisschen hier hin und her organisieren, ne? Haben wir nur eine Taschenlampe? Okay. Das hier lassen wir mal hier als Reserve. Der muss dahin. Eine Kamera muss dahin. Die hier, die würde ich mal hier hinstellen. Dann kann man den hier hochrennen sehen. Dann noch eine oben hin. Wir verteilen jetzt Kameras im ganzen Haus, damit wir das alles was beobachten können. Die hier tun wir hier oben hin, wenn er hochläuft. Und eine muss noch auf den Dachboden. Das machen wir aber später. Das ist jetzt so ein bisschen Big Brother spielen, wisst ihr? Oh, was macht denn das Parabol hier so einsam? Okay, einen Soundsensor können wir hier hin tun. Ich überlege gerade, was jetzt sonst noch. Ach man, hier darf man kein Fenster aufhaben, ne? Das ist hier verboten mal wieder. Hast du da Atem gesehen in diesem Workshop-Room oder ist der vielleicht woanders? Hey Grapes, sorry, your message got censored. Oh, warte mal, hast du ein Thermo? Vielleicht ist er auch in dem Badezimmer hier, weißt du, weil ich vorhin ein Telefon gehört habe. Oh ja, hier ging gerade die Tür an dem Badezimmer. Der ist, glaube ich, hier in dem Bad. Justi, are you here? Der ist hier in dem Badezimmer. Oh, der ist hier auch schon durch Salz gelaufen. Hinten auch. Okay, alles am Badezimmer aufbauen. Ich tue alles hier umsortieren. Das Kruzi muss dahin. Die müssen dahin. Und die Kamera. Okay, dann machen wir es so. Bau das Versteck dann doch hier hinten auf. Das passt ja dann. Ja, genau. Okay. Dammit, Ghosty wasn't in here, it was there. Now we have to move everything. Haben wir noch einen Sensor? Nee. Das heißt, wir müssen auch noch das Kruzi dann darüber bringen und die Sensoren ein bisschen umplatzieren. Also das zweite Kruzi, das muss dann dahin anstatt an den Eingangsbereich. Ah, hier ist ein Sensor. Perfekt. Ja, ich habe es am Eingang gelassen, weil ich dachte, wir müssen da dann bleiben, am Eingang, weißt du? Oh, ist es an? Okay, let's place that here, so we can see the ghost approaching when it's hunting. Oh, how shall we proceed? Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir müssen doch die Items von vorne alle hier bauen. Okay, du kannst nachher noch diese eine Videokamera, die vor der Tür steht, die kannst du auf den Dachboden stellen. Und da müssen wir eine Videokamera noch da hinten irgendwie hinstellen. Oh Gott, es muss alles darüber. Ja, die soll ja da bleiben im Geisterraum, die. Achso, da ist schon eine drin. Okay, also soll jetzt eine nach oben bringen und vorhin noch eine. Ja, und dann eine noch da in den Workshop-Raum. Ich stelle die mal hier hin. Die hier ist für den Workshop-Raum und die hier ist für den Dachboden. Die hier kannst du kurz auf den Dachboden bringen dann. Ja, die soll in den Workshop-Raum. Ja, weiß ich, mach ich.
Okay, wir bewegen mal kurz die Items. Okay, während wir hier gerade am Vorbereiten waren, hat der Geist den Breaker ausgemacht. Das heißt, es ist kein Gin und in Salz ist er auch getreten. Das heißt, es ist kein Way. Also, dann geht's weiter. Ja. Ah, okay. Ich dachte, das wäre der Geist gewesen. Ich dachte gerade, der Geist hat den Breaker angemacht, aber... Ja, ich wusste ja nicht, dass du schon so schnell da oben bist. Ich dachte, der Geist war das gerade. Lustig. Okay, ich würde mal sagen, es wird Zeit, ein paar Fotos zu taken. Take Fotos. Ja, bring das ruhig hier mit zum Speckraum. Okay, what do we have here? Oh, interessant. Oh, der Geist. Oh, der Geist könnte ein Stalker sein. Der ist ja den ganzen Weg hier bis zum Foyer gelaufen. Das könnte ein Banshee oder ein Phantom sein. Oder hat er ein Event bei dir vorhin gemacht am Foyer? Ja, der war eben gerade in der Versteckraum, der Schaukelstuhl steht oben. Warte mal ganz kurz, hat irgendwas geschmissen. Der war oben gewesen. Okay, dann ist es wohl ein Phantom sehr wahrscheinlich. Dann müssen wir jetzt gleich mal uns auf den EMF hocken und gucken, ob der da rüberkommt zu uns. In dem einen Raum da hinten. Ich denke mal, dass wir noch genug Sanity haben. Haben wir noch ein Salz? Na, guck mal, ich glaube, du hast alles in die Küche gelegt. Ja, ich gehe es mal kurz suchen. Ich versuche mir mal einen Sensor zu holen. Hast du die Sensoren hinter dir denn dann auch gehört, dass der dir so nachgelaufen ist? Nein, das nicht. Interessant. Ah, hier ist auch das Licht aus. Das heißt, ja... Ah, nee. Der hat den Breaker wieder ausgemacht. Okay. Ich hatte, glaube ich, einen Salz hier vorne noch liegen gelassen, aber es ist nicht mehr da. Ja, schade. Da müssen wir mit den Sensoren das herausfinden, ob er zu uns kommt. Ja, dann bring das hier hinten zu dem Speckraum dann mit und dann können wir das da verteilen und merken das ja so, ob er zu uns kommt. Lass mal den Breaker erstmal aus, weil mit dem Phantom ist das doch ein bisschen riskant. Oh, er ist gerade zu mir gekommen. Ja, ich habe ein EMF, das ist ein Phantom. Also Leute, so könnt ihr einen Phantom übrigens rauskriegen, ne? Der läuft zu euch und wenn er bei euch ankommt, gibt er euch ein EMF-Reading und der kann euch auch über Etagen folgen. Ja, passt doch hier, da ist doch Salz. Dann können wir den beobachten. Okay, tu mal bitte ein paar Fragen stellen. Denk dran, nichts Schlimmes. Frag, how old are you? How did you die? How do you feel? Okay, ich darf nichts sagen. How did you feel? How did you feel? Das EMF geht jetzt übrigens gerade wegen dem Board. How did you die? Scared? Slipped. Oh, der arme Kerl ist ausgerutscht. Brauchen wir ein Geisterfoto? Nö. How old are you? Okay, perfekt. Fotos sind fertig. Goodbye. Okay, du musst deine Sanity mal checken gehen und je nachdem, wie viel Sanity du hast, kannst du... Oh, hallo! Moment mal. Warum verschwindet er nicht? Moment mal. Bist du ein Mimic-Freund? Der verschwindet nicht. Der müsste eigentlich verschwinden, wenn ich ein Foto von ihm mache. Hallo, Freund? Der ist nicht verschwunden, obwohl ich 10 Fotos von dem gemacht habe. Warte mal, ich gehe mal nach Orbs gucken. Geh du nach deiner Sanity schauen. Weil sie muss gucken, wie viel Sanity sie hat. Oh mein Gott, der hat ja hier alles zugemacht. Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Wir könnten einen Mimic haben, der einen auf Phantom gemacht hat. Ah? Aber der ist zu uns gelaufen und da war ein EMF-Reading und der ist auch über die Etagen gefolgt. Was? Naja, jetzt läuft er gerade zurück. Ah. Boah, meine Sanity ist nur auf 6. Ja, dann tu dir mal 2 Pillen nehmen. Ja, der Durchschnitt ist auf 15, nur zur Info. Oh shit, ich sehe keinen Orb hier.
Ha? Der Geist verwirrt mich jetzt gerade. Was? Ich dachte, das wäre ein Phantom. Oder haben die Fotos einfach nur die ganze Zeit daneben geschossen? Wo ist das Parabol? Es könnte ja noch ein Banshee sein, wenn der... Schnell, füll dir die Sanity nach, der versucht zu handeln. Was sind die Parabols? Ist das ein Banshee? Komm mal hier rein, wir müssen mal gucken, ob das doch ein Banshee ist. Aber das Komische ist dieses EMF-Reading, was ich da hatte vorhin. Vielleicht hat er aber auch irgendwas mit irgendwas interagiert oder was geworfen. Das finde ich sehr komisch. Der ist doch eindeutig zu uns rübergelaufen gerade eben. Vielleicht ist es ein Banshee und ich bin das Ziel, weil unsere Sanity war gerade auch niedrig. Aber warum kommt der... Mist, der hat schon wieder versucht zu handeln. Kiki, mach mal. Wir müssen gucken, ob der zu uns kommt. Denk dran, deine Kopflampe auszumachen, wenn wir uns gleich verstecken müssen. Wir müssen gucken, ob der jetzt zu uns kommt. Das ist jetzt sehr komisch. Ey, das finde ich jetzt komisch, dass das kein Phantom ist. Das ist so verwirrend. Der ist aber... Da, er kommt wieder zu uns. Es ist, glaube ich, ein Banshee. Dann ist das ein Banshee wahrscheinlich. Airball? Wenn ihr das seht, was gerade passiert ist, könnt ihr einen Oni rauswerfen. Dann kann es nur noch ein Banshee sein. Aber warum ist der ihr nach oben gefolgt? Banshees können das doch angeblich nicht. Finde ich sehr verwirrend. Jetzt müssen wir nur rausfinden, wer das Ziel ist. Und derjenige, der nicht das Ziel ist, kann mit dem schön rumflitzen. Oh mein Gott. Jetzt muss ich wieder extra die Tür zumachen. Die haben auch freitags nachmittags nichts Besseres zu tun hier. Na, wenn hier kein Kruzi ist, haben wir gleich ein Problem. Keine Ahnung. Ich wollte die Kerze da drauf stellen, dass man es sehen kann im Dunkeln. Hand, Hand, Hand! Er hat auf uns angefangen zu handeln. Komm, geh mal raus, Geist. Fuck. Ich bin das Ziel. Der hat sich sofort umgedreht. Der hat sich sofort umgedreht. Okay. Also Kiki, wir müssen gleich Folgendes machen. Wir müssen testen, ob das ein Banshee ist. Dafür stellst du dich hier neben den offenen Schrank hier so hin. Guckst, ob er auf dich zuläuft. Okay, dann drückst du nachher, wenn der das nächste Mal huntet, B, weil der hat gerade zu mir hin umgedreht. Das heißt, ich bin wahrscheinlich das Ziel. Halt ruhig mal weiter das Parabol in der Zeit auf den drauf. Oh, er hat den Breaker wieder angemacht. Kein Hantu. Wenn das passiert, könnt ihr ein Hantu rauswerfen. Aber was mit dem Kruzi? Und außerdem kam der aus dem Schrank raus, der gehuntet hat. Ja, der ist ja zu uns. Der ist ja zu uns gelaufen. Du weißt doch, was ein Banshee macht. Wir wussten doch, dass er hier war. Er kam durch die Sensoren. Ja, aber wir haben immer noch den Kruzi hier. Ja, deshalb sollte es ja hier sein. Also, jetzt gleich beim nächsten Hand. Ich gehe in den Schrank rein, dass er mich nicht da guckt. Guck doch auf die Sensoren. Guck, jetzt ist er weg, siehst du? Ich gehe hier in den Schrank. Du stellst dich hier neben diese Tür, aber so, dass er dich sehen kann und drückst gleich B, wenn der huntet. Ich verstecke mich hier im Schrank und falls er nicht hinter der Tür steht, sonst sieht er dich nicht. Also muss schon so ein bisschen hier rüber stehen. Falls der doch auf dich zulaufen sollte und dich angreifen sollte aktiv. Ja, das Kruzi ist, glaube ich, da. Falls er dich aktiv angreifen sollte, dann sagst du Bescheid und ich smudge hier aus dem Schrank heraus und du hüpfst schnell in den Schrank rein. Okay? Ich versuche. Weil ich glaube, ich bin das Ziel. Das heißt, er müsste dich gleich ignorieren. Das heißt, wenn du ihn gleich rufst, dürfte er noch nicht mehr herkommen. Aber wir müssen sicher gehen, ob das ein Bench hier ist. Weil dieses zu uns laufen ist sehr verdächtig. Das ist Stalking, was der hier macht. Also schauen wir mal. Ach, sorry, ich habe die Aufnahme nicht angehabt. Ich habe ihr doch gerade gesagt, wenn er auf sie zukommt, soll sie es sagen. Dann smudge ich, aber sie hat nichts gesagt.
Tja, das macht es natürlich alles schwieriger. Mir kam es aber auch sofort, dass der sehr schnell gehuntet hat wieder. Aber erst eben bei mir hat er sich umgedreht und ist auch auf mich zugelaufen. Was ist das für ein komischer Geist? Also, es ist definitiv kein Spirit, kein Wavy, kein Leochen. Ich kann jetzt nichts zu der Geschwindigkeit sagen, ob der schneller wurde. Auf jeden Fall auch kein Yokai, weil er ja immer rüber kann. Sag mal, was? Hä? Wo ist der? Yostigu? Hello? Hä? Kirsti? Hallo? Was ist denn bei dem kaputt? Hä? Na super, da habe ich ja jetzt viel gesehen. Hä? Oh, ein Kruzi hier. Wo hat der denn jetzt angefangen zu handeln? Was? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe keinen Plan, was hier los ist. Null Plan. Überhaupt keinen Plan. Ich weiß das Alter leider nicht. Sing-Sang. Nee, er verschwindet nicht. Es ist kein Phantom. Und die Fotos, die zählen auch eindeutig, weil er ist da drauf sichtbar. Es ist kein Phantom. Hä? Huh? Der wird wahrscheinlich das Kruzi hier anfressen. Beruhig dich mal. Huh. Hat die Kerze ausgemacht. Aber das Badezimmer ist doch der Raum, weil da war es kalt. Warum hat der vorhin oben angefangen zu handeln? Oben ist doch keiner. Hä? Ja, da kommt er wieder. Da, das ist doch Benji-Verhalten. Aber warum hat der mich vorhin angegriffen und Kiki auch? Komm schon. Scream for me. Scream for me. Scream for me. Der Geist ist so komisch. Warum hat der vorhin oben angefangen zu handeln? Also irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas haben die wieder bei den Maps kaputt gemacht. Ich habe es in letzter Zeit auch oft erlebt bei Witchview und so. Okay, ich bin out of range, wie es scheint. Komm, gib mir einen Schrei. Bei Witchview und so weiter. Oh, das geht nicht durch die Etagen, scheiße. Bei Witchview habe ich das erlebt, dass da auch Sachen durch, der Geist ist oben, aber pustet unten am Eingang die Kerze aus. Und bei Edgefield auch solche Scherze. Bei Grafton und bei Edgefield und Witchview auch Twins, die mal oben anfangen zu handeln. Was, bist du schon fertig? Oh. Aber warum kommt der so oft hier rübergelatscht, aber auch andererseits nicht? Ich verstehe das nicht ganz. Das kann ja nur ein Banshee sein, aber warum hat der mich vorhin auch angegriffen? Hä? Ich verstehe den Geist gerade nicht. Der ist mir ein Rätsel. Was? Oh, da macht er einen Breaker wieder an. Ich meine, den Hunter haben wir ja schon ausgeschlossen. Also, das passiert selten, aber wenn er einen Breaker anmacht, könnt ihr den Hunter ausschließen. Ja, da wäre es jetzt... Das war kurz. Wäre es jetzt doch besser gewesen, Tarotkarten zu haben. Na komm. Komm rüber. Ich habe doch gerade den Sensor gehört. Ist jetzt wieder... Ist das? Also ich glaube, es ist kein Spirit, weil das war vorhin sehr schnell, als er wieder gehuntet hat. Was ist das? Es ist auch kein Mimik, weil da ist kein Orb. Hä? Ich werde aus diesem Geist gerade nicht schlau. Zuerst dachten wir Phantom, dann Banshee, aber dann...
Es ist das doch nicht. Das Stalking-Verhalten verhält sich auch so ein bisschen wie Banshee, wie Phantom gerade im Moment, weil er es nicht immer macht. Warum ist das hier so hell? Kikis Gesicht. Komm aufs Gruzi! Haben wir hier noch ein Item zum Werfen? Ah, da komme ich nicht ran. Hopp. Ja, Monsieur, ich habe keine Ahnung, was du sein sollst. Ich habe keine Ahnung. Habe ich einen Smudge? Ja. Ich habe noch zwei. Also, dieser Geist verwirrt mich gerade maximal. Jetzt kommt er nicht mehr zu mir. Na komm, schrei ins Mikro. Stampfi. Komm. Wow. Moment, du bist ein Phantom. Warum? Der ist ein Phantom, aber er verschwindet nicht. Maximale Verwirrung jetzt gerade. Ich habe den gerade kaum gesehen. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich glauben soll. Ich weiß es nicht. Was? Verdammt nochmal, bist du doch ein Mimik oder so? Was? Aber ich sehe keinen Orb. Hauptsache hat Teddy den Kopf umgedreht, der Arschkeks. Ich hau ab, ey. Ich guck von draußen nach Orbis. Ich hau ab. Nein, 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 nein. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Es würde das seltene Roaming-Verhalten erklären. Das würde auch erklären, warum der nach oben ihr hinterhergelaufen ist. Und warum er auch uns beide angegriffen hat. Aber warum ist der... Ich habe 30 Fotos von dem gemacht und der ist nicht verschwunden. CJ! Was habt ihr jetzt wieder gemacht? Selbst wenn das Journal voll ist, sollte man doch zumindest einen Phantom mit der Fotokamera erkennen. Also... Ich habe keine Ahnung, was ich noch glauben soll. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Es ist... Oh mein Gott, die Kamera bringt aber viel. Ah, Eye Adaption. Ich sehe da keinen Orb. Das, was man da sieht, ist der Sensor. Na. Ja, Kiki, trag mal Phantom ein. Ich bin aber maximal verwirrt. Keine Ahnung, ob es wirklich ein Phantom ist. Der macht komische Sachen, der Geist. Also Phantom und Abfahrt. Ich habe zwei Punkte, die für Phantom sprechen. Das Stalking-Verhalten mit dem EMF, das nach oben laufen, das nach oben stalken und das Flackern beim Hand. Aber das mit dem Foto hat nicht geklappt. CJ! CJ! Easy. Du. CJ, fix this. No, you're not responsible for that. I know, I think it's... Lavender! Lavender? Oh Mann. War es ein Perfect Game? Es war ein Perfect Game, aber es war maximale Verwirrung, wirklich. Weil er nicht verschwunden ist. Ich habe vor kurzem Prestige, deshalb, ja, kriege ich viele Level. Cool. Sind wir ja sehr weit jetzt gekommen mit dem Level. So. Der ist 10-mal zu uns gelatscht. Okay. In ungefähr 30 Minuten. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.